dann können wir vielleicht zum Mars fliegen. And maybe if we cannot do it here on Earth, we might just move to the Mars. Und wenn man auf der Marsfläche nicht leben kann, and if you cannot live on the surface of the Mars, buddelt man sich 20 cm tief ein und da soll's gehen. You just dig 20 centimeters into the ground of the Mars. Wir leben in einer verrückten Welt. So we are truly living in a crazy world. Aber nicht erst seit der Pandemie. But this hasn't started with the pandemic. Sondern seit dem Sündenfall. This has started with the fall of man. Seitdem lebt der Mensch eine Alternative. And since then, mankind has lived an eternal life. Eine Alternative zum Paradies. He has lived an alternative to paradise. Eine Alternative zu dem Leben, was die Menschen vorher gelebt haben, vor dem Sündenfall. An alternative to what people lived before the fall of man. Und wenn wir wieder zurückkommen zum Vater. And when we come back to the Father. Wenn wir von neuem geboren werden. When we become born again. Dann kommen wir zurück zum Original. Then we actually come back to the original. Halleluja. Halleluja. Zurück zum Original. Back to the original. Aber wie ist das mit der Furcht? But how about fear? Ich möchte mal ein paar Bibelstellen vorlesen. I would like to read a few scriptures. Gibt es ein Leben ohne Furcht? Is Nein. There a life without fear? No. Philipper 2:7. Philippians 2 verse 7. Jesus selbst. Jesus himself. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward gleich wie ein anderer Mensch an Gebärden erfunden. He became a servant and he became just like mankind. And he just behaved like man. Und dann Hebräer 5, Vers 7. And then Hebrews 5, verse 7. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm vom Tode konnte aushelfen. Und er ist auch erhört, darum hat Gott ihm die Ehre, hat er Gott die Ehre gegeben. And in the days when he was in the flesh, he brought sacrifices to God with prayer and with petition and with crying and tears. Yes. Can I continue? Yes. Okay. Yeah. And he was the one who was saved from death. And he was heard by God and he gave him all the glory. Jesus ist durch Sachen durchgegangen. Jesus had to go through a lot of stuff. Genau wie wir. Just like we have to. Heftige Sachen. Heavy things. In Matthäus 26. In Matthew chapter 26. Ab Vers 38. From verse 38. Da sagt Jesus, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Jesus is saying, oh my soul is sad to death. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, bleibt hier und wachet mit mir. And then he said to his disciples, stay with me. And wait with me. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist hier. And then he said, let's rise and let's go further for the one who betrays me, he's here. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach, ach, wollt ihr nur schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass der Menschensohn in der Sünde Hände überantwortet wird. And then he came to his disciples and he said, do you want to just sleep? See, the one is coming who wants to betray the Son of Man. Und er hat dort gekämpft im Garten Gethsemane. And in the Garden of Gethsemane, he was battling, he was fighting. Er hat Blut geschwitzt. And he was sweating blood. Und er wollte, dass seine Jünger mit ihm stehen und mit ihm beten. And he wanted his disciples to stand with him, to pray together with him. Und die sind immer wieder eingepennt. But they fell asleep over and over again. Die haben überhaupt nicht realisiert, wo er da durchgeht, auch als Mensch. They didn't realize what he has to go through as a human being. In 2. Timotheus 1, Vers 7. And in 2 Timothy 1, verse 7. Komm zu mir. Lass mal das blättern, es dauert zu lange. Ja. 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin. For God has not given us the spirit of fear, but he's given us power, the spirit of power, of love and of discipline. Das ist eigentlich das, was uns zusteht. And this is actually what we deserve. Das heißt aber nicht, dass wir frei von Furcht werden können. However, that doesn't mean that we can be free from fear. Furcht wird sich uns immer wieder auf irgendeine Art und Weise nahen. We will always have to do with fear in one way or the other. Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? But the question is, how do we handle this? In Johannes 7, Vers 12. In John chapter 7, verse 12. Es war ein großes Gemurmel unter dem Volk. Etliche sprachen, er ist fromm. Die anderen sprachen, nein, er verführt das Volk. Nun aber redete er frei von ihm um der Furcht willen der Juden. And there was a saying among the people. Some would say that he was pious, and the others would say, no, he is betraying the people and he is just deceiving the people. No one should speak freely, for they were in fear of the Jews. Die Religiösen wollten die
Männer und Frauen, die im Geist mit Jesus unterwegs gingen, die haben die permanent bedrängt. So the pious people, all the religious people, permanently they were going against the men and women who were walking with Jesus in the Spirit. Wollten ihn fallen stellen. And they wanted to step into a trap. Die hatten Mordgedanken. And they actually wanted to kill these people. Die wollten diese Sekte ausrotten. They wanted to stop this sect and kill everyone. Eine enorme Opposition. So there was so much opposition. Das ist normal, wenn du im Geist gehst. And this is normal for people who are walking in the Spirit. Nur wenn du nicht im Geist gehst, hast du keine Opposition. Only if you're not walking in the Spirit, you don't encounter any opposition. Wehe euch, wenn euch jeder fromm zuredet und wohl zuredet. And be careful if everyone is just confirming you and nice with you. Und dann eine andere Angst. And then another fear. Jesus auf dem Meer. Jesus, he was on the sea. Und die Jünger hatten Furcht auf einmal, sie würden verderben. And suddenly the disciples were afraid that they would die. Sie würden umkommen. That they would die. Und Jesus so ganz cool, warum seid ihr so furchtsam? And Jesus, he was quite cool. He said, why are you so fearsome? Was ist denn eigentlich euer Problem? What is your problem? Ich bin doch da. I'm here. Ja, und die Jünger haben das nicht geschnallt. But the disciples didn't understand. Wenn sie da wirklich unter sich hatten. They didn't get it. Who was amongst them? Wir dienen Gott ohne Furcht, ohne Angst. We are serving God without fear, without anxiety. Jesus hat das ganz klar gesagt. And Jesus clearly said. In der Welt habt ihr Angst. You will have fear in the world. In der Welt habt ihr Angst. You will have fear in this Aber world. Ich habe die Welt überwunden. But I have overcome the world. Wenn Jesus wirklich in dir lebt, das was du da gerade gesagt hast. And when Jesus truly lives within you something that you just proclaimed. Dann bist du ja ein Furchtüberwinder. Ich sag auch gleich noch, wie das geht. Then you are a fear overcomer. I'm going to tell you how that works in a minute. Wir gehen mal zu dem Apostel Paulus, dem großen Wunderapostel. Oh, let's go. Turn to the Apostle Paul. He is the Apostle of Miracles. Er schreibt dort im 2. Korinther 4, Vers 8. And in 2 Corinthians 4, Vers 8, he says, wir sind andauernd in Trübsal. All the time we are suffering sadness. Aber wir ängstigen uns nicht. But we are not afraid. Uns ist bange. We are scared. Aber wir verzagen nicht. But we will never give up. Wir leiden Verfolgung und werden nicht verlassen. We are suffering persecution, but we are not left alone. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. We are oppressed, but we are not being killed. Und wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. And all the time we are carrying the death of Jesus within us. Der große Paulus. This was Paul, the great Paul. Das ist ein Apostel. And this is an apostle. Und dann 2. Korinther 12, 10. And then in 2 Corinthians 12, verse 10. Ich bin guten Mutes in Schwachheit. I'm full of courage and confidence. In Misshandlungen. In weakness when in I'm Nöten, being persecuted. In Verfolgung und in Ängsten. In need, in persecution and in fear. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. When I'm weak, I'm strong. Denn er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. For he told me, just I'm enough for you. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. For my power is strong in those who are weak. So wie geht man mit Angst um? So how do you handle fear? Sprüche 21, Vers 23. Proverbs 20. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, those who are careful with their tongue and with their mouth, der bewahrt seine Seele vor Angst. They will save their soul from fear. Wer auf das achtet, was er spricht, and those who pay attention to what they are saying, der bewahrt seine Seele vor Angst. They will save their soul from fear. Oder eine andere Schriftstelle aus dem Neuen Testament. Or another scripture from the New Testament. 1. Johannes 4, 18. 1 John 4, verse 18. Furcht ist nicht in der Liebe. Fear is not in love. Die völlige Liebe treibt alle Furcht aus. For the perfect love will cast out all fear. Wer sich fürchtet, ist nicht in der Liebe. Those who are fearsome, they are not in love. Das Gegenteil von Furcht ist nicht Glaube. So the opposite of fear is not faith. Das Gegenteil von Furcht, die Opposition von Furcht des Gegenüber, ist Liebe. But the opposite of fear is love. Hohelied 8,6. Die Liebe ist stärker als der Tod. And Song of Songs 8, verse 6. Love is stronger than death. Und wie ist Paulus damit umgegangen? So how did Paul handle all of this? 1. Korinther 2,2. 1 Corinthians 2, verse 2. Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern. I was amongst you in weakness and I was in fear and I was there with trembling. Mein Wort und meine Predigt geschah nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit. And my word and my preaching wasn't by, it wasn't a result of my mind. Sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft.
But I showed you and I demonstrated the power of God. Damit euer Glaube auf der Kraft Gottes beruhe. So that your faith would be rooted in the power of God. Darauf müssen wir achten. And that's what we need to take attention to. Uns wirkt. That the power of God is working and moving amongst us. Die Kraft Gottes us. Ist die Manifestation des Wortes Gottes und der Liebe Gottes. For the power of God is the manifestation of the love and power of Letztes God. Letztes Wochenende war ich in Leipzig. So last weekend I was in Leipzig. Dort waren wir auch in einem Gebetshaus. And we also spent time in a prayer house. Christian war mit mir. And Christian was with me. Und da war so ein Leitungsteam versammelt. And there was a team of leaders gathered together. Ja, Corona. Well, yeah, Corona. Und da waren wir so versammelt. We gathered. Und haben gebetet. And we prayed. Und dann kam die Kraft Gottes. Boom. And then the power of God came. Wham. Dann lagen die da alle wie die Orgelpfeifen. And they all fell prostrate. Und Gott hat ihnen gedient. And God ministered to these people. Und dann sind sie aufgestanden. And then they rose to their feet. Und dann haben wir eine Gebetszeit gehabt. And then we had a prayer time. Und dann kam wirklich der Geist des Gebets. And then the spirit of prayer came. Also nicht, lieber Gott, könntest du bitte die Pandemie beenden? Das ist alles so ein Zeug, können wir nicht mehr aushalten. And it wasn't like, oh dear God, could you please stop the pandemic? It's so bad and we cannot stand it any longer. Dann haben wir wirklich gebetet im Geist. But we prayed in the spirit. Weißt du, das ist das, was wir wirklich auch wieder brauchen. And you know, this is something that we are desperate for. Auch eine Welle des Gebets oder Wellen des Gebets. We need a wave or even waves of prayer. Nicht dieses Fundament vom hier vom Verstand. You know, we don't need prayers that just flow out of our minds. Elia war ein einfacher Mensch. Elisha, he was just a simple person. Er sprach ein einfaches Gebet. And he prayed a very simple prayer. Und es regnete dreieinhalb Jahre nicht mehr. And for 3.5 years there was no rain. Und er war eine Bedrohung für die Regierung damals. And he was a threat to the government back then. Und die Regierung wollte ihn töten und sie suchten ihn. And the government, they wanted to kill him. They were looking for him und everywhere. Und sie wussten, er ist dort. And they knew he was there. Und dort wollten sie ihn fangen. And then they wanted to get hold of him. Aber da war er nicht mehr. But he wasn't there anymore. Denn der Geist hatte ihn entrückt. For the spirit had taken him. Welch eine übernatürliche Dimension. And transported him to a supernatural dimension. Ohne Flugzeug. Without any plane. Na, wenn wir nicht mehr fliegen dürfen. You know, if we are not allowed to fly anymore. Dann müssen wir anders fliegen, ne? Then we need to take other options. Dann müssen wir in andere Dimensionen reinkommen. Then we need to enter into other dimensions. Und der König Asaph. And the King Asaph. Er sagte, wo ist der? He asked, where is he? Man kann ihn überhaupt nicht fangen. Well, we cannot get him. Gott hat ihn so versteckt immer wieder. And God hid him over und nach dreieinhalb Jahren betete er. And after 3.5 years he prayed und es fing wieder an zu regnen. And it started to rain. Der hat nicht da gebetet und gefastet und wir müssen mal zu Gott durchdringen und die Gegenwart Gottes müssen wir jetzt endlich erreichen. He didn't sit there. He said, now we need to pray, we need to fast and we somehow have to break through and we need to the presence of God to come down. Ein einfaches, schlichtes Gebet und es geschah. It was a simple prayer and it happened. Wir müssen auch mal ein bisschen aufpassen, was wir so alles glauben und was wir so alles denken. We really have to pay attention to what we believe and what we think. Ich höre das immer wieder, ach, ich würde mal so gerne wieder in die Gegenwart Gottes gehen. I hear it so often. People are saying, oh, I'd just love to enter into the presence of God again. Was meinst du denn damit? What do you mean by this? Was? Ich möchte mal so gerne wieder mit der Anbetung in die Gegenwart Gottes kommen. What is it? I want to enter by worship into the presence of God. Was meinst du denn damit? What do you mean when you're saying that? Mein Verständnis ist ein anderes. My understanding is something else. Wenn ich komme, kommt die Gegenwart Gottes. When I come, the presence of God comes with me. Denn ich glaube wirklich, dass Christus in mir lebt. Because I truly believe that Christ lives in me. Durch seinen Heiligen Geist. By his Holy Spirit. Und wenn ich irgendwo hingehe, and when I go somewhere, dann kommt Christus mit mir. Then Christ comes with me. Weil er lebt ja in mir. Because he lives in der me. Lebt ja nicht nur Sonntagmorgens in mir. It's not only Sunday mornings that oder he lives wann auch in immer me, die Versammlungen or sind. Whenever we have our gatherings. Sondern permanent. But he's permanently so, there. Wenn wir alle zusammenkommen, so when we all gather together, was für eine geballte Ladung eigentlich an Gegenwart Gottes da ist. You know, this is a power pack of the presence of God. Und dann braucht man nur ein Streichholz. Boom! And it only takes a match and then it goes boom! Dann müsste das eigentlich doch nur so explodieren. I mean, actually, it should just explode. Und die Gaben des Geistes müssen doch nur so fließen. And the gifts of the Spirit should just flow. Was glauben wir eigentlich? What do we actually believe? Was bekennen wir? And what do we declare? Was für ein religiöses Zeug verwahren wir manchmal in unseren Köpfen? What religious stuff is going around in our minds?
Du bist vor dem Bildschirm. You're sitting in front of your screen. Zoom, Spanien. Zoom, that's Spain. Ja, und man kann so nette Zoom-Meetings haben. And you can have these nice Zoom-Meetings. Aber dann sehe ich, wie der Geist Gottes über eine Frau kommt. And then I saw the Holy Spirit coming upon a woman. Ja, Ilona, du hast es gesehen, ne? Ilona saw this. Ich sehe, wie der Geist Gottes da über eine Frau kommt. And I could see the Holy Spirit coming upon a woman. Ich war noch am Reden. I was still speaking. And then she went. Immer schlimmer, immer schlimmer. And it got stronger and stronger. Ich dachte erst, Stacey Campbell sitzt da. And I first thought, oh, Stacey Campbell is sitting there. Ja, und dann boom. And then suddenly, wham. Und dann flog die da vom Stuhl. Ne? And she was falling off her chair. Und dann hat mir ein Heiliger Geist Meeting per Zoom. And then I had a Holy Spirit meeting via Zoom. Und heute sind wir live zusammen. And heute sind wir hier live zusammen. Today we are live in here. Ja, und dann hatten wir noch ein Meeting gestern Abend. And last night we had another meeting. Ein Deutschland Meeting. A Germany meeting. Dasselbe. And again the same happened. Heilige Geist kommt. The Holy Spirit came. Gott liebt es, sich zu manifestieren. And God just loves to manifest himself. Und er treibt alle Furcht aus. And he casts out all fear. Auch die Furcht vom Heiligen Geist. And the fear of the Holy Spirit. Oder was wir alles so für Ängste und Befürchtungen mit uns rumtragen. Or all the other fears that we are carrying around. Ihr habt gesehen, der Paulus hatte ganz real, ganz existenziell mit Furcht zu tun. See, Paul, he really had to do with fear. Und wir können nicht so tun, als gäbe es das gar nicht And we mehr. Cannot pretend that fear is not there. Ja, oh, kannst du mal für mich beten? Oh, could you pray for me? Ich möchte furchtlos leben. I want to live a fearless life. Ja, dann betet jemand mit dir. And then someone prays with you. Und im nächsten Moment. But the next moment. Bist du wieder voll unter Menschenfurcht? You're again under the fear of man. Nichts passiert. So nothing has happened. Wie gehen wir mit Furcht um? So how do we handle Furcht fear? Furcht ist was Schreckliches. And fear is something terrible. Panik ist etwas Schreckliches. And panic is something terrible. Und manche die haben Traumata in ihrem Leben. And there are people who are suffering from traumata in their lives. Vielleicht durch Gewalt oder sexuellen Missbrauch. Maybe they've experienced violence or sexual abuse. Oder ein schwerer Unfall. Or maybe there was a very bad accident. Oder ein Todesfall in der Familie. Or maybe there was someone died in the family. Oder jemand ist auf fürchterliche Krankheit so dahingesiecht. Or someone had to suffer for a long time of sickness. Wow, 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 Furcht, hoffentlich kriege ich das nicht. And there's this fear within you, I hope I don't catch this. Oder jemand hat einen Burnout und denkt, oh, ich habe auch einen Burnout. And someone is suffering from a burnout and then you go, oh, I also have a burnout. Meine Zeit. My goodness. Das gibt's doch alles gar nicht. Cannot be, can it? Die freien Christen. The free Christians. Wen der Sohn frei macht, der ist real frei. He whom the Son sets free is free indeed. Das ist nicht die Freiheit, dass wir nie wieder Furcht haben. But this is not the freedom that we will never have any fear. Und der Geist Gottes zeigt uns, wie wir mit Furcht umgehen. But the Spirit of God shows us of how we have to handle fear in our lives. Ich kann sagen, wie ich das gemacht habe. I want to tell you of how I have done that. Es ist ähnlich wie Paulus. Similar to Paul. Ja, also wenn ich mit Furcht konfrontiert werde. So when I'm confronted with fear. Was ich nie mache. What I never do. Nie. Never. Nie. Never ever. Ich weigere mich. I just don't do it. I avoid it. Ich gehe it. Nicht zurück. I'm not stepping back. Ich weiche nicht aus. I'm not turning away. Denn wenn ich ausweiche, because the moment I'm turning away, wird das nächste Mal schlimmer sein. The next time it will get worse. Und das nächste Mal noch schlimmer. And again, the next time will be even worse. Und dann irgendwann bin ich gebunden. And at some point I'm bound. In einem ganz bestimmten Bereich an Furcht. In a certain area I'm bound to fear. Ja, manche denken, boah, der ist so frei, der predigt da, dir, dort, überall. And some people think, well, he's so free, preaching everywhere, and the cloud is upon him. Als ich anfing zu predigen, habe ich mich fast in die Hose gemacht. When I started to preach, you know, I trembled, I shivered. Ich hab das bereut. I really regretted it. Dass ich das angezettelt hatte. I regretted that I accepted auf der Straße zu predigen. That I accepted to speak in the streets. Ich hatte irgendwie so die Idee, so einen abgesägten Tisch mitzunehmen, dann da drauf und dann predigen. I just had this idea, you know, we take a table and we saw the legs and have it in the street and someone stands there and preaches. Und dann sind wir so mit dem Tisch dahergegangen. So we went to the streets with this und table. Und ich dachte, hoffentlich sieht mich niemand, der mich kennt. And I just thought, well, hopefully no one who knows me sees me und here. Und dann lief ich doch prompt meinem ehemaligen Abteilungsleiter in die Hände. And then I ran into the arms of my former supervisor.
Und ich wollte die Straßenseite wechseln, das war mir irgendwie peinlich. And I wanted to change the side of the road because I was embarrassed. Und der Geist Gottes sagte, dann kannst du gleich wieder mit deinem Tisch zurückgehen. And then the Holy Spirit said, if you do this, you can go back home with your table. Also bin ich auf derselben Straßenseite geblieben. So I stayed on my road. Und wir trafen uns. And then we met. Und er fragte, na, wie geht's? And I said, how are you doing? Ich sagte, gut. I said, oh, good. Ja, ziehen Sie um? Are you moving somewhere? Er sah mich mit dem Tisch da. Because ne? He saw me with his table, you know? Ich sagte, nein. I said, no, no, no. Ich sagte, was machen Sie mit dem Tisch hier auf der Straße? So what are you doing with this table out here on the street? Mir fiel alles Mögliche ein. I had all kinds of ideas. Aber ich wusste, wenn ich das jetzt sage, but I know I have to tell him. Dann kann ich wieder nach Hause gehen mit meinem Tisch. I said, if I'm not telling him, then also, I have to go back home also with my table. Ich habe mich bekehrt. And I said, well, I gave my life to Jesus. Und ich will auf die Hauptstraße. I want to go to the main road. Und ich werde mich auf den Tisch stellen. And I'm going to stand on this table. Und ich werde predigen. And I will preach. Und er, and he went, oh. Kopfschüttelnd ging er weiter. He was just shaking his head and moved on. Der war überzeugt davon, dass ich auf Droge geblieben bin. He was convinced that I was still high on drugs. Ja, und dann gingen wir weiter auf die Hauptstraße. So we went to the main street. Und jetzt war ich gefangen in der Rede meines Mundes. So now I was bound to my word. Ich werde auf den Tisch gehen und predigen. I will stand on this table and preach. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. So this wasn't my plan originally. Ich hätte vor, dass jemand anders auf den Tisch geht und predigt. My idea was someone else would stand on this table and preach. Also ich dann auf den Tisch. So anyway, I was standing on this table. Ich bin tausend Tode gestorben. And I died a thousand deaths. Wirklich tausend Tode. A thousand deaths. Boah, ich glaube, ich habe 90 Minuten gepredigt. And I believe I preached for 90 minutes. Ich habe die ganze Furcht weggepredigt. I just preached fear away. Ich sage euch, das habe ich oft gemacht. And I tell you, I've done that so often. Ich habe oft meine Furcht weggepredigt. So often I preached my fear away. Wenn ich spürte, wenn ich dieser Furcht Raum gebe, because I sense if I give any room to this fear, dann wird die Furcht mich binden und gefangen nehmen. Then fear will bind me and it will take me captive. In so vielen Situationen meines Lebens. In so many situations of my life. Furcht. Fear. Wir sind mal gesteinigt worden. Fear to get stoned to death. Da flogen nur die Steine. There were only stones that were thrown at us. Bam, flogen die Steine. From all sides, the stones would be thrown at us. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum bist du hier? And I thought, why are you here? Why are you here? Why are you here? Wir sollten wieder sofort zurückfahren. Actually, we should go back immediately. Aber wir sind durchgegangen. But anyway, we broke through. Dann wollte mich ein Mann umbringen. And a man wanted to kill me. Ja, was machst du denn dann? So what do you do then? Ja, dann musst du einfach da stehen. You just have to stand there. Und predigst das Evangelium. And you preach the gospel. Das ist eine Kraft. Because it's power. Die rettet. A power to save. Und die selig macht. And a power to salvation. Und die alle, die daran glauben. And for everyone who believes in it. Oh man, einmal war ich in der Ukraine auf der Bühne. Oh goodness, once I was in the Ukraine and I was standing wunderbar. On stage. Everything was fine. Und dann mache ich einen Aufruf und die Leute kommen nach vorne. And then I made an altar call. People would come to the front. Und plötzlich kommt ein Hund, ein Schäferhund durch den Seiteneingang. And suddenly there was a German Shepherd dog coming from the side. Und er springt herum und springt die Leute an und kläfft darum. And he was jumping around, he was jumping at the people, barking like mad. Und eine halbe Panik brach da aus. And there was a panic among the people. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. And I thought, oh God, oh God, oh God. Nix wie weg. So let's go, let's leave. Sowas kann ich nicht gebrauchen. Yeah, I don't need this. Dann bin ich in die Luft gesprungen. And then I jumped up. Halleluja! I said, Halleluja! Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Raus mit dir. Get out of here. In demselben Moment. The same moment. Und dann auf dem Bauch kroch er rückwärts aus dem Ausgang raus. And then backwards he was just crawling out of the exit. Aber du gehst durch Sachen durch. But you have to go through stuff. Du gehst durch krasse Sachen durch. You have to overcome the hot stuff. Oder sie verbieten dir, das Evangelium zu predigen. Things and you, but you need to preach the gospel. Und denkst, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? And you wonder, what are you doing? What am I doing now? What am I doing now? Durch. Go through. Durch. Go through. Du wirst frei, wenn du durchgehst. You will become free when you break Angriff through. Angriff ist die beste Verteidigung. So attack is always the best defense. Der Hauptfeind der Christen. And the main enemy of the Christians. Der Hauptfeind ist der Geist der Entmutigung. The main enemy is the spirit of discouragement. Wenn der Feind nicht verhindern konnte, dass du gerettet wurdest. When the enemy couldn't avoid you getting saved. Dann wird er versuchen, deine Berufung zu zerstören. Then he will try to destroy your destiny.
destiny. Und, oder er wird versuchen, dich zu so einer, mit einer Salbung der Harmlosigkeit irgendwie zu degradieren. Or he will try to degrade you with this anointing of harmlessness. Wenn du der Furcht Raum gibst, if you give room to the dann fear, kommt garantiert gleich der Freund der Furcht. I guarantee you, the friend of fear will just come along. Das ist der Geist der Entmutigung. And this is a spirit of discouragement. Wenn du diesem Geist Raum gibst, and if you make room for this spirit, dann kommt der Geist der Depression. Then you will come in under the spirit dann of depression. Kommt Schwermut. And then there is sadness. Dann kommt Verzagtheit. And then there's desperation. Und dann gibst du auf. And then you just give up. Dann hängst du einfach durch. You just give in. Mach das niemals. Never ever do this. Jesus hat Furcht gehabt. Jesus was fearsome. Er hat genauso gefühlt und gelitten und Dinge durchgemacht wie wir auch. He felt and he had to go through things just as we have to. Die Apostel haben das auch gemacht. And genau dasselbe sind sie genauso durchgegangen. The apostles have experienced exactly the same. Furcht ist ein fürchterliches Ding. Fear is something terrible. Ja, wenn du keine Hoffnung hast. You know, if you don't have any hope. Ja, wenn du nur dieses Leben hast. If you only have this life. Ist doch ganz klar, dass du Angst hast vor der Pandemie. I mean, of course, then you're afraid of the pandemic. Ja, und wenn du dann die schrecklichen Bilder siehst, die sie dir da immer präsentieren. When you look at the TV and you see all these terrible pictures. Wenn du keine Hoffnung hast, dann, natürlich hast du dann Furcht. If there's no hope, of course, then you're suffering from fear. Denn du willst dieses Leben behalten. Because, du willst das so lange wie möglich behalten. Because you just want to hold on to this life as long as possible. Aber wenn wir in Christus gegründet sind, but when we're rooted in Christ, haben wir doch eine ganz andere Perspektive. We have a completely different perspective. Ja, die Perspektive, die Paulus hatte. The perspective that Paul had. Ich habe Lust abzuscheiden. I would like to leave. Ich habe Lust zu gehen. I would like to go. Boah, ich möchte so gerne. Oh, so I would like so much. Ah. Was soll ich hier noch? Why should I still stay here? Mann, das möchte ich gerne jetzt eintauschen mit der Herrlichkeit Gottes. I would like to trade this for the glory of God. Und dann sagte er, aber um euretwillen. But then he said, but because of you. Um euretwillen bleibe ich noch hier. Because of you, I'm staying here. Um euch zu ermutigen. Just to encourage you. Um euch anzufeuern. Just to equip you. Hey, bleibt am Ball. You have to hold on. Flieht nicht. Never escape and flee. Wer glaubt, der flieht nicht. Those who believe will never escape and flee. Meine Seele hat keinen Gefallen an denen, die da weichen. And my soul is not pleased with those who are turning away. Lass dich niemals von Furcht in die Defensive bringen. Never ever allow fear to put you into a defensive position. Ich weiß nicht, ob du jemals Furcht gehabt hast. I don't know if you've ever had any fear in your life. Vielleicht warst du mal ein bisschen ängstlich. Maybe there was some anxiety. Oder ein bisschen bange. Maybe you were a little scared. Oder so ein bisschen eingeschüchtert. Or perhaps you were intimidated a bit. Aber es gibt wirklich, wirklich krasse, krasse Spirits von Furcht. But there are really, really harsh and terrible spirits of fear. Ich habe erlebt, wie ein kleines Kind vor Furcht gestorben ist. I've seen a little child dying of fear. Es war schrecklich. It was terrible. Ja, die Eltern haben diesem kleinen Kind, so klein wie es war, haben das kleine Kind schon Horrorfilme sehen lassen. Parents allowed this little child was really really little allowed this little child to watch horror movies. Das Kind fing an zu schreien. And this child started to scream. Und ist unter das Sofa gekrochen. And it crawled, it just hid under the sofa. Und die Eltern haben es ausgelacht. And the parents were laughing at the child. Und es wurde schlimmer und schlimmer. And it got worse and worse. Und dann ist es irgendwann gestorben. And at some point this child died. Ich werde es nie vergessen. I will never forget this. Wie wir das kleine Mädchen im Sarg, in so einem kleinen Sarg beerdigt haben. When we buried this little girl in this small little coffin. Es geschah in unserer Nachbarschaft. It happened in our neighborhood. Ich habe Menschen kennengelernt. I got to know people. Ja, die sind sowas von brutal behandelt worden. They suffered so much violence. Oder sexuell missbraucht worden, so brutal. And they were brutally suffering from sexual abuse. Und leben mit diesem Trauma. And they have to live with this trauma. Und zucken zusammen, wenn bestimmte Situationen da sind. You know, in different situations just came together. Ich habe mich bekehrt, weil ich so viel Furcht hatte. I gave my life to Jesus because there was so much fear in me. In der Nacht, als ich mein Leben Jesus geben durfte. In the night when I was allowed to give my life to Jesus. Merkte ich, dass ich Dämonen in mein Leben gerufen habe. I realized that I'd called demons to come into my life. Und ich spürte gleichzeitig, ich kriege die Geister nicht mehr los, die ich gerufen habe. In the same moment I realized I cannot get rid of the spirits that I called in. Ich habe Todesängste gehabt. I was suffering from spirit of death. Ich dachte, wenn ich jetzt umkomme. And I thought if I'm going to die now. Dann lande ich in der Hölle.
I will end up in hell. Dann bin ich ewig mit den Typen da zusammen. Then forever I have to stay with these guys. Ich habe solche Furcht gehabt. I was full of fear. Und ich habe zu Gott geschrien. And I cried to God. Und mein Erlöser kam. And my Savior came. Halleluja, das ist unser Gott. And this is our God. Er ist unser Erlöser. He is our Redeemer. Er ist unser Befreier. He is our Deliverer. Er holt uns raus aus diesem ganzen Mist. And he gets us out of the pit. Er gibt uns neues Leben. And he gives us new life. Dann lebt er, der Heilige Geist lebt in uns. For the Holy Spirit lives within us. Und dann haben wir dieses wunderbare Buch, die Bibel. And then we have this beautiful book, the Bible. Und die sagt uns, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Which tells us of how we have to treat and handle these things. Wir sind nicht einfach dem ganzen Schicksal ausgeliefert. We just don't have to accept everything. Fürchte dich nicht. Fear not. Sei nicht permanent fokussiert auf die Pandemie. Don't constantly focus on the pandemic. Und wenn da mal jemand Corona kriegt. And when someone catches Corona. Fürchte dich nicht. Fear not. Es gibt schlimme Beispiele, ja. They are really, really bad examples. Aber es gibt auch andere schlimme Beispiele von Krankheiten ohne Pandemie. However, there are other bad examples of sicknesses and diseases du, and that are not the pandemic. Warst du vor der Pandemie darauf konzentriert? Hoffentlich kriege ich keinen Krebs. Were you sitting there before the pandemic saying, I hope I don't catch any cancer? Ja, hoffentlich kriege ich keine Leberzirrhose. Oh, so viele haben Leberzirrhose. Hopefully, I'm not getting any liver cirrhosis. So many are suffering from this. I hope I don't catch it. Merkt ihr, wie das ganze Ding da, was da seit einem Jahr über uns schwebt, was das mit uns macht? Do you actually see what this thing that has been upon us for a year now, what it's doing to us? Diese Woche habe ich so eine Dokumentation gesehen. This week I watched a documentation. Und da war unter anderem ein Festival mit 30.000 Teilnehmern. Amongst others, there was a festival with 30,000 participants. Ja, und die tanzten da und die feierten ab und ganz eng zusammen. Ne? They were dancing and they were hopping around and they were very, very close together. Ganz eng zusammen. Very close together. Und dann entdeckte ich etwas in mir. And then suddenly I realized what was happening within me. Das sieht aber komisch aus. And I thought, this looks weird. Das willst du nicht haben. Well, you don't want to have that. Und da habe ich gemerkt, was das mit uns macht, was das mit unserer Psyche macht. Suddenly I realized what was happening to my mind. Ja, wie wir uns dran gewöhnen, ne? Alle mit diesem Ding da vom Kopf. And how suddenly we get used to all these masks in front of our faces. Wie schnell sind wir so umerzogen? You know, so quickly we are re-educated. Innerhalb eines Jahres. Just within one year. Ja, wir träumen davon, zurück zur Normalität, was auch immer das heißt. We are dreaming of going back to normal, whatever that means. Das wird nicht mehr so werden. But it will never be the same again. Ich habe es oft genug gesagt. I've said it over and over again. Unsere Zukunft wird sehr anders aussehen. Our future will look completely different. Und wir müssen uns als Christen wirklich vergewissern. And as Christians, we have to make sure. Welche Dinge dürfen sie uns nicht wegnehmen? We have to make sure of the things that we don't allow people to take away from Welche us. Welche Dinge gehören uns? Which are the things that belong to us? Und da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. And we have to be more obedient to God than to people. Wisst ihr, ich meine, manche sind ja jetzt schon so extrem drauf da. You see, some people, they're really going to the extremes. Und fühlen sich, wer weiß, wie verfolgt von unserem Staat. And they feel so persecuted by our government. Ich kenne andere Nationen. I know other nations. Ja, Mosambik. Like Mozambique. Da ist wirklich was los. There's truly something going on. Da ist wirklich so eine Gewalt. There's so much violence. Da ist so ein Morden. There, people are being killed. Da werden Kinder umgebracht und gekocht. Children are being killed. They are being boiled in hot water. Da werden Ehemänner enthauptet. Husbands are being beheaded. Und sie werden verkehrt rum aufgehängt. And then they are hanged up upside down. Und die Ehefrau muss das Blut trinken. And the wife has to drink the blood. Es ist ganz schrecklich. It's terrible. Es ist schrecklich, was in Nigeria passiert. It's terrible what is happening in Nigeria. Andauernd werden da Menschen entführt und umgebracht und Frauen entführt und umgebracht. Constantly people are being kidnapped and killed and women are being kidnapped and killed. Es ist schrecklich, was im Sudan passiert. It's so terrible what's happening in the Sudan. Es ist schrecklich, was in Afghanistan passiert. It's terrible what's happening in Afghanistan. Es ist schrecklich, was zurzeit in Myanmar passiert. It's so terrible what is happening right now in Myanmar. Ja, ich habe heute Bilder von Pastor Esther gekriegt, wie sie eine Beerdigung hatten. Today Pastor Esther, she sent me pictures of a funeral. Und die Kinder, die eigenen Kinder werden erschossen von den Soldaten. And the own children are being killed by the soldiers. Und das alles in der Pandemie. And all this is happening while we are having the pandemic. Das alles noch unter der Pandemie. You know, this is still under the cover of the pandemic. Das ist schrecklich. It's terrible. Das ist schrecklich. This is terrible. Und doch unsere Geschwister. And our brothers and sisters. Sie stehen da. They are standing. Ja, und widerstehen. And they rebuke it. Und überwinden. And they overcome.
Denn die Liebe Gottes, because the love of God, treibt alle Furcht aus. Casts out all fear. Wenn du irgendeine Furcht in deinem Leben if hast, there is any fear in your life, dann heißt das auch, dass du ein Problem mit der Liebe hast. That means you also have a problem with love. Manche haben ja auch Furcht vor Menschen. Because some people are really fear, really fear people. Das ist immer ein Beweis dafür, dass du keine Liebe hast. And this is always proof that you don't have any love. Denn die Liebe Gottes. But when the love of God. Jesus ist die geoffenbarte Liebe Gottes. And Jesus is the revealed love of God. Er hat uns gezeigt bis zum Ende. And he showed us to his end. Bis zu seiner Verherrlichung. Until he was glorified. Wie man mit der Liebe Gottes Furcht überwindet. Of how you can overcome fear by the love of God. Die Furcht vor der Folter. The fear of persecution, die torture. Furcht vor der Kreuzigung. Fear of crucifixion. Das war die schrecklichste Form der Hinrichtung in den Tagen. And this was the most terrible death you could die in these days. Und er hat es überwunden. But he overcame. Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe. And he said, Father, not my will be done. Sondern dein Wille geschehe. But your will be done. Angst zu sterben. Fear of death. Das ist unsere große Grundangst. And this is the basic fear we're suffering. Angst vor dem Tod. Fear of death. Aber wir als Christen, but as Christians, wir sterben ja nicht. We are not dying. Wir ziehen doch bloß um. We only move places. Gott sei Dank wissen wir nicht, wie wir umziehen. Luckily, we don't know the way we are moving. Wie unser Umzug ist. And how this whole removal will take place. Aber wir haben doch eine lebendige Hoffnung. But we have a hope in us. Amen. Amen. Eine lebendige Hoffnung. We have a true hope in us. Und wir heben unsere Häupter. And we lift up our heads. Und wir heben unsere Hände. And we lift up our hands. Wir heben unsere Augen. And we lift up our eyes. Wir heben unser Herz. And we lift up our hearts. Und schauen auf den, von dem alle Erlösung kommt. And we look to the one from whom all salvation flows. Ein Leben ohne Furcht. A life without fear. Das ist eine Illusion. This is an illusion. Nur Tote haben keine Furcht. Only the dead don't fear anything. Nur eine Leiche hat keine Furcht. You know, only a dead corpse doesn't fear Furcht anything. Furcht ist auch nicht immer nur ganz schlimm. And fear is not always bad. Manchmal macht Furcht uns auch vorsichtig. Sometimes fear makes us very cautious. Und das ist auch wichtig. And this is also very in important. In manchen Dingen müssen wir einfach vorsichtig sein. Because in some things, in some situations, you just have to be cautious. Sein. And you have to be wise. Dass wir da nicht unseren Verstand ausschalten. You know that we don't turn off our mind. Und rennen in irgendwelche blöden Sachen we rein. We just run into some stupid stuff. Ja, aber lass dich niemals von Furcht in die Defensive bringen. But never ever allow fear to push you into the defensive. Niemals. Never ever. Niemals, niemals. Never ever. Als ich das erste Mal nach Pakistan gegangen bin. When I visited Pakistan Mann, for the very first time. Diese ermutigenden Geschwister. You know all these encouraging brothers ja, die and sisters. Die dir dann erzählen, dass dir da alles Schreckliches passieren you kann. You told me what terrible things could happen to us. Ja, also die haben keine gute Nachricht. So they didn't have any good news. Die haben andauernd so schlechte Nachrichten. The whole time they were just preaching bad ja, news. Als Christen haben wir gute Nachrichten, oder? As Christians we're having good news, haven't good we? Good news, not bad news. Ist gute Nachricht, keine schlechte Nachricht. Und das ist mir irgendwann so auf den Keks gegangen. And at some point I got so mad Und at this. Ich habe ihnen gesagt, du. And I said, listen. Ich glaube, dass ich da so sicher bin wie in Abrahams Schoß. I believe that I'm as safe in Pakistan as if I was in Abraham's lap. Weil ich weiß, dass Gott mich da hat. Because I know God wants me to be there. Und du vor deinem Fernseher und vor deinem Computer. But you in front of your TV and your computer. Das ist ein gefährlicherer Platz wie ich, meine Präsenz in Pakistan. This is a more dangerous place than me being in Pakistan. Wo du dir wer weiß was in dein, mit deinen Augen reinziehst. Where you just look at things, you know. Und gar nicht merkst, dass du deine Seele, dass deine Seele zerstört wird und deine Seele verkümmert. And you don't realize yet your soul is suffering death. Furcht. Fear. Furcht, alleine zu bleiben. Fear to be alone. Furcht vor Krankheit. And fear of sickness. Furcht, zu früh zu sterben. Fear to die too early. Furcht, übersehen zu werden. And fear not to be seen. Furcht, nicht zu genügen. Fear not to be enough. Furcht, 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 Furcht. Fear, fear, fear. Das sind Spirits. All these are spirits. Die uns fertig machen wollen. Spirits that try to die sich bei uns einnisten wollen. That try to make room in us. In unseren Emotionen und in unseren Gedanken. In our emotions and in our minds. Ich liebe dieses Wort aus den Sprüchen. I love this word in Proverbs. Dass wenn wir auf unsere Worte achten, that we shall pay attention to our words. Dann bleiben wir frei von Furcht. Then fear will not inhabit us. Weil wir bekennen das ja auch permanent. And permanently we declare it. Ich hab solche Angst. I'm so afraid. Also ich weiß nicht, wie das werden soll. And I don't know how this is going to work out. Ich habe so eine Furcht. I'm so afraid. Ich habe Angst, alleine zu bleiben. I'm afraid to be left alone. Ich habe Angst, keinen Partner zu bekommen. I'm afraid not to find any partner. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. I'm afraid, I'm scared. Ja, und das ist jedes Mal eine Einladung an die Spirits von Furcht. And see,
every time we're saying this, it's an invitation to the spirits of fear. Du solltest lieber jeden Tag bekennen, wenn du morgens aufstehst. Rather, you should declare every morning when you get up. Ich fürchte mich nicht. I am not afraid. Nicht weil ich so toll bin. Not because I'm so wonderful. Sondern weil für jeden Tag in der Bibel einmal steht, fürchte dich nicht. But because you can read for every day in the Word of God, fear not. Ich akzeptiere keine Furcht in meiner Familie. And I don't accept fear in my family. Ich akzeptiere keine Furcht bei uns hier in der FCJG. And I don't accept fear in FCJG. Wir müssen wirklich schauen, von wem wir geleitet werden. We truly have to watch who is leading and guiding us. Ob wir vom Geist geleitet werden. If we are led by the Spirit. Oder ob wir von Furcht geleitet werden. Or if we are led by fear. Was meinst du, die Christen im Dritten Reich? You know, just look at the Christians in the Third Reich. Ja, ich meine jetzt die wirklichen Christen. I mean the true Christians. Die Kirche hat ja eigentlich generell versagt. Because church actually they weren't there. Aber es gab diese wirklichen Christen. But there were these true Christians. Ja, die Juden versteckt haben. You know, who would just help the Jews to escape and to hide. Und die den Mund aufgemacht haben, weil es ein falsches Regime war. And who spoke up because this was a false regime. Was meint ihr denn, meint ihr, keine Furcht gehabt? Do you actually believe they weren't suffering fear? Wenn die nachts verschleppt wurden. Suddenly they were taken out at night. Wenn sie ins Konzentrationslager kamen. They were sent to the concentration camps. Eine Corrie ten Boom, lest mal ihre Lebensgeschichte. You know, like Corrie ten Boom, just read her life story. Meint ihr, die haben keine Furcht gehabt? Do you believe she wasn't suffering fear? Aber sie standen für Jesus. But they were standing for Jesus. In Mosambik. In Mosambik. Gerade passiert. It just happened. Eine ganze Familie ausgerottet. There was a whole family that got killed. Durch wirklich radikale böse Muslims. I mean through radical very evil Muslims. Die auch ihre eigenen Glaubensgeschwister ermorden. Who are murdering and killing their own brothers and sisters. Die nicht genug heilig sind. Those who were not holy enough in their sight, Kirche gehen. Who wouldn't go to church. Aber da war diese christliche Familie. But then there was this Christian family. Und die wurden alle ausgerottet. And they were all killed. Bis auf dieses kleine Mädchen. Except for this little girl. Und es kniet sich nieder vor den Mördern. And she was kneeling in front of the murderers. Und sie könnt mit mir machen, was ihr wollt. And she said, "You can do to me whatever you want to." Aber ich werde Jesus nicht verleugnen. But I will not betray Jesus. Denn das sagen sie immer. Because this is what they were du saying kannst dein the Leben time. Retten. You can save your life. Du brauchst nur konvertieren. All you need to do, convert. Du brauchst nur Jesus verleugnen. You just need to blame Jesus for everything. Und ihr Bekenntnis hat sie gerettet. And her confession saved her. Es geht nicht immer so. It doesn't always work that way. Also das wissen wir auch. And we know about this. Aber ich dachte, wow, was für eine Standhaftigkeit von einem Teenager. But I thought, what a steadfastness of this teenage girl. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. We have a God who is doing miracles. Wir haben einen Gott, der vom Tod errettet. And we have a God who saves from death. Und ihn sollten wir doch ehren. Amen. And we should honor him, shouldn't we? Amen. Ihn sollten wir ehren mit unserem ganzen Leben. We should honor him with our whole life. Wir sollten die Furcht dahin jagen, wo sie hingehört. And we should chase fear to where it belongs. An das Kreuz von Golgatha. To the cross of Calvary. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Let's all stand, please. Halleluja. Vielleicht könnt ihr auch als Band euch bereit machen. Could you get ready as band? Halleluja. Halleluja. Die Kraft Gottes. The power of God. Treibt alle Furcht aus. Cast out all fear. Nichts anderes. Nothing else. Nicht die richtige Theologie. Not the right theology. Noch nicht mal die richtige Seelsorge. Not even the right counseling. Es ist die Kraft Gottes, die alle Furcht austreibt. It's the power of God that casts out all fear. Das ist unsere einzige Chance. And this is the only chance we have. Dieser Kraft Gottes Raum zu geben. To make room for the power of God. Und sie aufzunehmen und zu empfangen. And to take it in, to receive it and embrace it. Erinnert euch, was der Paulus gesagt hat. And remember what Paul said. Ja, ich kam mit Furcht. Yes, I came in fear. Ich kam mit Zittern. And I came in trembling. But ich habe das einfache Evangelium gepredigt. I just preached the simple gospel. Und die Kraft Gottes demonstriert. And I demonstrated the power of God. Damit euer Glaube auf der Kraft Gottes gegründet ist. So that your faith will be rooted and built upon the Halleluja. Power of God. Halleluja. Lass uns mal unsere Hände erheben. Let's all lift our hands. Halleluja. Halleluja. Wir ehren dich, Jesus. We honor you, Jesus. Wir ehren dich, wir ehren dein Wort. We honor you and we honor your word. Wir ehren deine Gedanken über uns. And we honor the thoughts you're having over us. Wir danken dir für Auswege aus diesem Dilemma. Lord, we thank you for ways out of this dilemma. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt. Thank you, Lord, that you don't leave us alone. Wir danken dir für 366 Mal, fürchte dich nicht. And we thank you for 366 times. Sag mal ganz laut, ich fürchte mich nicht. Say out loud, I don't fear. Ich fürchte mich nicht. I do not fear.
Und ich löse mich von jeder Furcht. And I loosen from any fear. In deinem Namen, Jesus. In your name, Jesus. Und jetzt bete mal. And now pray yourself. Löse dich mal von den Ängsten, die du hast. And loosen from all the fears that you're suffering from. Mach das jetzt gerade. Do it right now. Da, wo du stehst. Right there where you ja, are. Ganz konkret. And just speak these fears out. Nicht so allgemein. Don't do it generally. Ganz konkret. But just name them. Deine Befürchtungen. All your fears. Deine Ängste. All your anxieties. Deine Bedrängnisse. All these things that try to oppress you, all the discouragement. Sprich diese Spirits an. Just speak to these spirits. Und adressiere sie. Address them. Und dann sage. And then say. In dem Namen Jesus. In the name of Jesus. Ich löse mich. I loosen. Und ich treibe dich raus von mir. Ich treibe dich raus von and mir. I cast you out. Und du musst dahin gehen, wo du hingehörst. And you have to go to where you belong. An das Kreuz von Golgatha. To the cross of Calvary. Halleluja. Halleluja. Und sage, bete. And now say and speak it out. Ich bin ein Überwinder. I am an overcomer. Ich überwinde weit. I overcome by far. Und Heiliger Geist. And Holy Spirit. Ich will das lernen. I want to learn. Ich will lernen, mit diesen Dingen so umzugehen. I want to learn to treat these things. Wie Jesus das gemacht just hat. Just as Jesus did. Wie der Apostel Paulus just das gemacht hat. Just as the Apostle Paul did. Und ich weiche nicht. And I'm not turning away. Ich weiche nicht. I'm not turning away. Ich fliehe nicht. I'm not fleeing. Niemals zurück. Never ever I'm going back. Immer in deine Richtung, I'm Jesus. I'm always going towards you, Jesus. Immer in deine Richtung. I always run towards immer you. Immer den Blick auf dich gerichtet. I always keep my eyes on you. Meine Hände auf dich ausgerichtet. And I lift my hands towards you. Meine Gedanken auf dich ausgerichtet. And my thoughts are focusing on you. Mein Herz auf dich and ausgerichtet. And my heart is reaching out to you. Halleluja. 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 Lass uns Jesus ehren. Let's honor Jesus. Wir sind noch nicht fertig. We are not done yet. Weißt du, du darfst nicht singen. You know you're not allowed to sing. Aber du darfst beten. But you may pray. Du darfst auch das Lied beten. And you may also pray this song. Sei nicht passiv hinter deiner Maske. So don't hide passively behind your mask. Lass dich nicht von deiner Maske zum Schweigen bringen. And don't allow your mask to calm you down. Du kannst schon hinter deiner Maske Dinge sagen. Behind your mask you may express words. Ja, und du kannst beten. And you may pray. Und du kannst deinen Retter einladen. And you may invite your Savior. Du kannst den Heiligen Geist einladen. You may invite the Holy Spirit. Dass er dir jetzt dient. That he may come and minister Halleluja. To you. Halleluja. Halleluja.